Ein Rad mit Durchmesser von einem Meter rollt auf ein 70 cm breites Loch zu. Frage: Wie tief wird das Rad einsacken? Wir modellieren diese Situation durch diese Zeichnung. Hier ist das Rad, das rollt auf dieses Loch zu. Und wenn es im Loch liegt, dann sieht die Sache so aus. Was wir hier suchen, ist diese kleine Höhe h. Um die zu berechnen, arbeiten wir in diesem rechtwinkligen Dreieck, in dem die Hypotenuse die Hälfte vom Raddurchmesser, das heißt 0,5 Meter, misst. Diese Kathete suchen wir und diese Kathete ist die Hälfte von 70 cm, das heißt 35 cm, also 0,35 Meter. In diesem Dreieck ergibt der Lehrsatz des Pythagoras: Hypotenuse 0,5 im Quadrat gleich Kathete D im Quadrat plus zweite Kathete 0,35 im Quadrat. Daraus schließen wir, dass D im Quadrat gleich ist zu 0,5 im Quadrat minus 0,35 im Quadrat. Woraus wir wiederum schließen, dass D die Quadratwurzel von dieser Differenz sein muss. Wir geben im Taschenrechner diese Rechnung ein: Quadratwurzel von 0,5 im Quadrat minus 0,35 im Quadrat, Enter. Jetzt diese Taste, um den Dezimalwert zu erfahren: 0,35707 und ein paar gequetschte. Diesen Wert übertragen wir hierhin. Wir kennen jetzt diese Distanz d und die Höhe h, die wir suchen, ist nichts anderes als der Radradius minus diese Distanz d, also so. Wir ersetzen d durch diese Zahl und finden somit als Höhe h ungefähr 0,14293 Meter. Hier in Meter ausgedrückt, weil wir unsere Rechnungen alle in Meter gemacht haben. In Zentimeter ergibt das dann 14,293. Also ist diese Aufgabe schon beendet.